Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple und wir starten zwar meine nächsten Review der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um das Dodgy Leo DG280. Und zwar ein Smartphone mit Quad-Core-Prozessor und 1,3 GHz Ausstattung. 5 Megapixel Kamera, 8 GB internem Speicher und 1,3 Megapixel Frontkamera, 4,5 Zoll im 854x480 IPS Display und Android 5.0 Lollipop. So, 1 GB RAM haben wir drin und 8 GB ROM. Davon sind ungefähr 6 bis 6,4 GB nutzbar. So, wir haben auch noch einen Micro-SD-Karten-Slot bis maximal 32 GB. Und schauen uns das gute Modell mal an. So sieht es aus. Hat so eine geriffelte Hinterfläche. Antitranspirant kann man dazu sagen. Gucken wir uns das Gerät mal an. Sieht ein bisschen so aus wie das iPhone 5, iPhone 6. So kommt in der Verpackung daher. Einmal schon mit Schutzhülle oben drauf. Und dann haben wir hier einmal noch, ich glaube, so ein Reinigungstuch müsste das hier sein. Mit einer Display-Schutzfolie, nochmal eine zweite. Also eine ist schon draufgezogen und eine zweite Display-Schutzfolie ist im Lieferumfang gleich noch mit dabei. Hier ist wie gesagt dann noch dieses Reinigungstuch und ansonsten haben wir dann noch ein größeres Reinigungstuch. So sieht das Ganze hier aus, sogar mit Firmenaufdruck. So. Ladenetzteil, ganz natürlich mit 1 Ampere Ausgang, 5 Volt. Dazu kommt noch der Klinkenstecker mit den Kopfhörern dran, also Headset-Funktion, auch sehr praktisch. Und Micro-USB-Kabel natürlich, um das Ganze aufzuladen. Und was eigentlich nur beim Note bisher immer dabei war, beim Galaxy Note, der Stift direkt. Das finde ich schon mal ziemlich krass. Den muss man nicht zwanghaft verwenden, aber er hat hier vorne, wie gesagt, für den Touchscreen eine Gummierung. Und dann kann man damit auch wunderbar bedienen. Bedienungsanleitung lassen wir mal außen vor. Hab das Smartphone schon mal vorbereitet. Packen wir das Ganze erstmal aus, wie das so aussieht. So, wir haben hinten ein blaues Cover, wie ich eben schon gesagt hatte, wo die Vernoppungen hier sind. Unten ist der Bildschirm, ist der Lautsprecher. Oben ist wie gesagt dann hier die LED fürs Foto-Video-Licht. Praktisch ist bei dem Telefon, die Taschenlampen-App ist schon vorher installiert, wenn man es also zum ersten Mal startet. Und die 5-Megapixel-Kamera. An der Oberseite haben wir dann den Klinkenanschluss und an der Unterseite ist dann das Mikrofon und der Micro-USB-Port. So an sich, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher dabei. Hier steht irgendwas von einer zweiten SIM-Karte. Will ich euch mal zeigen. Das Handy ist übrigens komplett umschlossen von dieser gummierten Hülle. Also hier kann nichts irgendwie abplatzen. Muss man von oben herabziehen. So sieht das Ganze aus. Dann langsam ringsrum gehen. Und das ist hier wie gesagt eine elastische Gummihülle. Und atmungsaktiv auf der Rückseite. Wir haben jetzt hier einen 1800 mAh Akku verbaut. Wie gesagt, das SD-Kartenslot. Was ich sehr interessant finde ist, also hier ist das SD-Kartenslot, hier steht SIM 1 und SIM 2. Ja, wie das allerdings hier so ganz funktioniert, habe ich noch nicht so verstanden. Wir gucken uns das hier mal an. Guck mal an hier. Wir haben also die, ja, die große SIM-Karte anscheinend und eine kleine SIM-Karte. Also SIM 1 und SIM 2, ja. Sind aber nur, ist also nur ein Slot. Also so ganz verstanden habe ich es hier noch nicht, wie das hier funktionieren soll. Wahrscheinlich wird dann hier der eine Slot unten genutzt und der eine Slot oben drauf. Würde ich mir jetzt mal so erklären, wenn das jetzt wirklich so funktionieren soll. Weil hier SIM 1, SIM 2, es steht aber auch so drinne, Dual-Band, also Dual-SIM-Handy in der Internetanleitung. Und das ist eigentlich immer so ein Kriterium, das brauche ich unbedingt. Dual-SIM ist schon heutzutage ein Muss, finde ich. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier unten ist der Lautsprecher mit virtuellem 3D-Klang, wie hier noch draufsteht, und der Kopfhörerausgang. So, gut, haben wir das soweit erstmal gesehen, wird das ganze Gerät hier wieder in die Hülle reingelassen, relativ einfach, einfach nur ringsrum einschnippen lassen. So sieht das Ganze aus, und dann lassen wir das Ganze mal angehen. Ich habe jetzt schon vorher mal das Handy, wie gesagt, vorbereitet, damit schon mal Antutu Benchmark drauf ist. Und CPU-Z, dass man auch sehen kann, welche Spezifikationen das Ganze so hat.
Und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Da startet es direkt mit dem Dodgy-Bildschirm. Ich muss sagen, ich hatte ja vorher das POMP W88 mit 720p-Display mit IPS. Und das hier ist nun, wie gesagt, die, sagen wir mal, 800x400 Auflösung. Grob gesagt, ist nicht gerade schlechter. Es hat auch, wie gesagt, statt 5 nur 4,5 Zoll. Macht aber an der Stelle, finde ich jetzt persönlich, gar nichts aus. So, nachdem es dann gebootet ist, ich habe es mal in den Energiesparmodus reinversetzt, da komme ich aber gleich nochmal zu. Wie gesagt, Android 5.0, das Ganze können wir uns jetzt hier oben erstmal ansehen, also hier zumindest gehen wir hier drauf, Android 5.0, Lollipop ist es definitiv. So, daran sieht man das Ganze schon. So, es ist also Lollipop drinne. Das übliche Spiel ist dabei. So, Lollipop wieder rausgegangen. Wenn wir schon im Menü direkt sind, kann man hier mal gucken. Witzigerweise SIM-Karten, also wirklich, es muss Dual-Band sein. Also Dual-SIM meine ich, nicht Dual-Band. Ja, wie gesagt, da muss ich mich dann nochmal genauer mit auseinandersetzen. Ansonsten haben wir jetzt hier das Wichtigste, Bluetooth, WLAN, ist natürlich alles dabei, ist natürlich selbstverständlich. Beim Display, wie gesagt, hat man sogar die adaptive Helligkeit, also es ist ein Lichtsensor drin verbaut, der gleichzeitig jetzt hell und dunkel regelt. Man kann das Ganze natürlich auch noch manuell machen. Und wenn wir hier wieder zurückgehen, die unteren Bildschirmtasten sind also die unteren Tasten hier, die Touch-Tasten sind nicht beleuchtet. Das ist ja leider nicht überall der Fall, aber ich denke mal, damit wird man sich auch zurechtfinden. Wir haben jetzt hier das ganz normale Menü. Einmal, na, halt. Ach ja, jetzt, alles klar. Und genau, so können wir das Ganze jetzt hier wieder sehen, wie viele Widgets, wie viele Seiten wir hier vom Display haben und so weiter und so fort. Gehen wir wieder zurück. Der Akku, das ist auch sehr interessant. Diesmal bei 5.0 Android Lollipop wird angezeigt, wie lange der Akku ungefähr noch hält. Intelligentes Energiesparen habe ich aktiviert. Im Bereitschaftsmodus, dann schätzt er mir noch ungefähr 6 Stunden, wie lange das Handy hält, also so bis 14 Uhr. Ich habe jetzt aber auch keine SIM-Karte drin und so weiter und so fort. Dann das Display, wie gesagt, vom Verbrauch. Bei dem Speicher wollte ich ja nochmal zeigen, ich habe jetzt keine SD-Karte, es ist wie gesagt out of the box, bloß ein bisschen was drauf installiert. Hier sieht man das Ganze schon, wir haben oben Gesamtspeicher 1,4 GB, der ist intern für Apps und es sind noch 896 verfügbar. Ärgerlich hier bei Lollipop, man kann natürlich wie bei Android 4.0 oder dergleichen 4.4 nicht mehr auf die SD-Karte verschieben. Da muss man sich entweder die richtigen Apps noch runterladen. Das ist sehr ärgerlich, finde ich, weil ja die Hersteller es lieber so haben wollen, dass man gleichzeitig dann einen großen Speicher mitkauft. Ja, sehr, sehr unpraktikabel. Smart Wake ist hier auf dem Telefon drauf. Wie man hier sieht, doppelklicken Sie auf, müssen wir mal schräg halten, Awake, Slide to Unlock. Mit Gestensteuerung ist das Telefon also ausgestattet. Also das beim Galaxy S4 hatte ich das allererste Mal gesehen und ich war erst ein wenig erstaunt, wie das Ganze denn so funktionieren soll. Wenn wir jetzt hier so weiter runter gucken, so, jetzt sind die natürlich nebeneinander, das ist nicht schlimm, Smart Wake. Und hier, Gesture, bla bla, drehen Sie zum Schweigen. Also das heißt, flippt das Telefon, um Anrufe stumm zu schalten. Das heißt, ich mache diesen hier und dann wird der Anruf stumm geschaltet. Greifen Sie zum Telefon an Ihr Ohr, um auszuschalten, freisprechen. Also wenn ihr Lautsprecher anhabt, beziehungsweise Bluetooth-Verbindung, schätze ich mal, und ihr es ans Ohr haltet, wird der Näherungssensor hier erkennen, alles klar, jetzt muss ich Freisprecheinrichtung ausschalten und schalte den internen Lautsprecher wieder an. Das geht also. Verschiedene Eigenschaften kann man da einstellen. Das ist auch sehr interessant. Doppelklicken Sie auf dem Sperrbildschirm. Klicken Sie doppelt auf jeder Schnittstelle. Schnell Home-Taste, Sperrbildschirm. Warte mal. 1, 2, 3. Nee, so geht's nicht. Aber pass auf. Lustig, wenn man das Ganze jetzt hier so hat, vibriert es kurz und ich muss wirklich nur auf den Bildschirm tippen und entriegle somit das Telefon. Also das finde ich ja schon mal sehr praktisch, muss ich sagen. So, ansonsten, Sprache, Sicherheit, alles das Übliche, was man sonst von den alten auch noch so kennt. Bedienungshilfen hier, gut, das ist nichts, das wollte ich gar nicht zeigen, ich wollte eigentlich das daneben zeigen, und zwar intelligente Soma, okay, mit Soma, Somoto, keine Ahnung, wie das heißt. Also ein ziemlich
komplizierter Begriff und ich wusste am Anfang nicht so richtig, was man da machen soll. Nehmen Sie Fotos auf und so weiter. Wie das ganz funktioniert, muss ich auch sagen, habe ich noch nicht so rausgefunden. Ich weiß bloß, mal gucken, ob es jetzt schon geht. Ja, ihr seht es. Also die Gestik funktioniert. Wenn ich jetzt hier raufgehe, auf, ja, es klappt gut. Allerdings, wenn ich weiter weggehe, nicht. Ich muss drüber gleiten. Ob das jetzt hier der Sensor ist, das weiß ich nicht, oder die Kamera. Auf jeden Fall im Sensor, wenn man das so sieht. Es ist der Sensor. Ja, hieran können wir es ja festmachen. Es ist nicht die Kamera. Gucke. Also so funktioniert es definitiv. Ja, sogar mit einzelnen Fingern. Gut. Funktioniert soweit sehr gut. Natürlich nicht ganz so ausgefallen mit 20-30 cm Entfernung wie beim Galaxy. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Es ist ja, wie gesagt, eine sehr günstige Version. Dann haben wir hier natürlich noch die Informationen über das Telefon. Das ist ja nichts Neues. Wie gesagt, Android 5.0 hatte ich ja bereits schon erwähnt. Ja, ansonsten Kameraqualität. Werde ich euch auch nochmal ein Video mit einblenden, dann nochmal zusätzlich, wie das Ganze dann so aussieht. Gucken wir uns bei CPU-Z erstmal den Prozessor an. Das ist der MediaTek MT6-6582, 1,3 GHz Quad-Core-CPU. Jetzt im Moment läuft er bei 598 und er kann aber auch, mal sehen, ob wir mal ganz kurz ärgern können, er geht dann langsam hoch, bis auf 1,3 geht er wirklich hoch. Also es ist nicht so, dass bei 1,2 Schluss ist, sondern bis 1,3 GHz geht er hoch. Ja, dann haben wir den GPU-Renderer, das ist die Mali 400MP. Dann haben wir hier noch alle wichtigen Informationen, die Display-Auflösung 480x884 beziehungsweise umgekehrt mit 240 dpi angegeben, 239 dpi, das ist die, also die Beleuchtung, Dots per Inches, und das ist wirklich sehr gut, also muss man wirklich sagen. Was haben wir sonst noch? Ja, 4,08 Zoll haben wir hier nochmal, dann hier nochmal der totale RAM, der ist 965, davon 482 frei, interner Speicher 1,4, offiziell sind 890 MB davon frei. Android 5.0, hier witzigerweise Root Access ist verneint, gibt es hier also nicht, haben wir hier alles weitere mit dem Ganzen, was wir brauchen. Die Sensoren, Batterie, gut, wird nicht geladen, Lithium-Akku 23 Grad, Voltzahl ist auch mit dabei und wir haben sogar Thermalsensoren. Lustigerweise, komme ich gleich nochmal hinterher drauf, CPU wird überwacht. Die anderen, ja, weiß ich nicht, die werden hier irgendwo im Gehäuse drin sein, Batteriesensor ist klar. Was sie hier oben sind, SWMT und Mic, keine Ahnung. Beschleunigungssensor, Lichtsensor, geht hier komischerweise jetzt gerade nicht. Warum das so ist, das kann ich jetzt gerade selber nicht sagen. Vielleicht, weil er nicht aktiviert ist. Das kann höchstens sein. Da müssen wir mal zurück. Gucken wir hier mal kurz. Halt, nee, Kamera wollte ich doch gar nicht. Einstellungen. Und Display. Adaptiv Helligkeit ist dabei. So, wir können den jetzt hier so mal runterholen. So. Jetzt ist die Helligkeit ganz unten. Und adaptive Helligkeit, wie gesagt, passt sich an die Umgebung an. Steht ja da, Lichtverhältnisse anpassen. Ja, ansonsten, was haben wir denn sonst noch so Schönes hier zu sagen? Gucken wir uns das Ganze mal an. Die Kompassfunktion wollte ich mal testen. Scheint aber wie witzigerweise nicht so zu funktionieren. So, hier, das habe ich alles schon versucht und es geht trotzdem nichts. Also Kompass hat das Telefon hier anscheinend nicht. Auch wenn es Magnetsensor wohl drin haben soll. Laut CPU-Z war doch das hier, oder? Magnetometer, nee, also es wird nur angezeigt, ist aber anscheinend nicht verbaut. Wir gucken aber gleich nochmal in ein anderes Programm, und zwar in das Hardware-Info-Programm. Hier steht alles Wissenswerte nochmal so drinne, könnt ihr ja mitlesen. Ich scroll das in der Zeit mal so weiter. Beim Display alle möglichen Sachen, die 62,3 Hertz im Porträtformat und die, hier wird es mit 240 dpi angegeben, dass es wirklich sehr hoch ist. Der Prozessor an sich nochmal, der Speicher, alles was so wichtig ist, die hintere Kamera, mit welchen Auflösungsformaten und dergleichen sie hier funktioniert und was da alles so drüber läuft. Sehr interessant, muss man mal sagen, aber das geht wirklich sehr, sehr ins Detail rein. Die Frontkamera, genau dasselbe Spiel, geht bis zu einer Auflösung von 1280x960, sozusagen die Retina-Auflösung vom iPhone. Und ja, mehr ist hier eigentlich denn eigentlich nichts Wissenswertes rauszunehmen. Das braucht man dann sowieso nicht hier. Die OpenGL-Fähigkeiten hier,
Textur-Sites, wie groß das Ganze dargestellt werden kann. Also wer sowas braucht, Grafikmodus. Sagt mir hier persönlich gar nichts, was das hier so alles ist, muss ich ganz ehrlich so zugeben. Die Sensoren, Beschleunigungssensoren, bewegt sich jetzt bloß gerade nicht. Dann hat er jetzt hier Lichtsensor. Komisch ist es ja, der zeigt hier, ja, Lux zeigt er jetzt an sich nicht an. Orientation und Magnetometer. Es wird also was angegeben, aber ob die jetzt so funktionieren, komisch. Ja, Features haben wir auch noch dabei, Other Apps, ja, alles mögliche. Also da findet man wirklich eine Menge raus über sein Telefon noch. Kommen wir jetzt zum spannendsten Punkt noch weiter in den AnTuTu Benchmark. Den lasse ich ja gern mal überall bei jedem Telefon drüber laufen. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal bei dem hier machen. Bin ich gespannt, wie viele Punkte das Gerät jetzt damit rausholt. Ich habe extra noch nicht so viel... Ach, guck mal, Dodgy Leo DG280 wurde sofort gefunden. Das ist schon mal sehr schön. Also lassen wir das in der Zeit mal laufen. Und dann werde ich mir nachher nochmal über den Energiesparmodus drauf eingehen. Solange lassen wir das Telefon jetzt erstmal in Ruhe laufen, dass hier keine verfälschten Werte auftreten. Und der 1,3 GHz CPU ist wirklich sehr gut. Und der 1800 mAh Akku verrichtet seine Dienste auch sehr schön. IPS-Display ist ja immer sehr schön scharf, das muss man sagen. Also ich finde da zwischen meinem 5 Zoll POMFY 88 muss man dann wirklich nebeneinander halten mal und sich den Bildschirm im Vergleich nochmal anschauen. Sieht man jetzt nicht so den direkten Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen, zwischen IPS-HD und IPS-Unter-HD, sage ich mal. Die erweiterte WGA-Auflösung, VWGA, also muss man wirklich sagen, ist alles verschmerzbar. Und da das Handy ja auch unter 100 Euro kostet, muss man sagen, das POMFY 88 gibt es zwar teilweise noch zu kaufen, auch mit der erweiterten Version gibt es das um die 120 bis 140 Euro. Das Ding kostet hier unter 100 Euro. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dafür hat es eine stabile Leistung. Die 5-Megapixel-Kamera ist für Schnappschüsse vollkommen okay. Beim POMP hat man ja eine 8-Megapixel-Kamera angegeben, aber es wurde immer gemunkelt, ob es nicht doch eine 5-Megapixel-Kamera ist. Bin ich mal gespannt, wollte ich die Software ja auch nochmal drauf spielen, wo man alles über sein Smartphone erfährt. Das habe ich jetzt neu entdeckt und finde ich sehr gut, da wirklich alles ausgelesen wird bis zum geht nicht mehr und man braucht nicht mal Root-Rechte dafür. Ist wirklich sehr schön und interessant. Ein eingebautes Analogradio hat das Handy ja auch noch, muss man dazu noch sagen. Ist auch sehr praktisch, sobald man dann, wie gesagt, die ganzen Kopfhörer reingesteckt hat, geht das Ganze auch los. Und wie gesagt, nicht zu vergessen die zweite Display-Schutzfolie. Also ich muss wirklich sagen, das ist ein gutes Telefon dazu noch. Was gibt es hier sonst noch so großartig zu sagen? Steht hier was auf Deutsch? Ach so, wenn du mehr Informationen über Dodgy-Produkte brauchst, besuche die offizielle Dodgy-Website, dodgy.cc. Das Bild ist nur eine Empfehlung. Achso, ein Standardbild, deswegen hier, siehst du? Deswegen, es gibt es halt in verschiedenen Ausführungen natürlich das Telefon mit verschiedenen Farben und so weiter. Aber ich fand das eigentlich ganz okay so. Muss man mal so sagen, so dunkel sieht halt, dunkelblau sieht halt fast wie schwarz aus. An sich wirklich eine gute Alternative. Das Display ist auch fetzig. Das wusste ich vorher noch nicht. Aber so ist es in Ordnung. So, hier wird das Ganze nochmal auf die Display-Auflösung runtergerendert. Und dann werden wir gleich nochmal sehen, wie der Bildschirmtest hier so funktioniert. Also von den 3D-Grafiken her, was die Grafikkarte da so rausgibt. Bin ich mal gespannt. Wird es wahrscheinlich dann die ein oder andere App-Review in nächster Zeit auch mal wieder mit einem neuen Telefon geben noch dazu. So, jetzt kommen die 3D-Grafiken mit rein. Gucken, wie es so läuft. Ja. Also ich will jetzt nichts direkt sagen, aber ich glaube... Ich habe ja nun das Galaxy J5 erst getestet und habe es mir genauer angesehen, dass das Telefon hier, glaube ich, ein bisschen schneller war. Ihr könnt euch ja nochmal die Vergleichsvideos ansehen. Von den Frames sind wir jetzt hier gerade bei 7,9, 7,5, 7,4, 7,5 und immer um die 7 rum. War das genauso bei dem anderen? Ich bin mir jetzt einfach nicht sicher. Oder war das Galaxy vielleicht doch ein bisschen langsamer? Das ist also wirklich schon interessant, also was es so für verschiedene Unterschiede gibt im Preissegment, dass das Galaxy J5, sagen wir so, bei 200 bis 215 Euro liegt und das Telefon hier unter 100 Euro. Und da muss man doch einfach mal sagen, jetzt vor der Weihnachtszeit ist das schon mal sehr interessant, dass man auf jeden Fall weiß, was man da hat. Hat 20.656 Punkte. Vielleicht hatte das Samsung jetzt aber auch 22.000, ich weiß es nicht mehr genau. 22.000 Punkte könnten es ruhig gewesen sein. Der hat auf jeden Fall 20.000 Punkte, das ist doch top.
Da kann man überhaupt gar nicht meckern. Ist natürlich weit unter der Hälfte vom Galaxy Note 4, das ist klar. Na, mein Gott, damit kann ich auf jeden Fall leben. So, hier steht alles nochmal drin. Könnt ihr ja nochmal mit nachlesen. Gucken wir mal zur Performance rüber. So, und dann gehen wir wieder zurück. Und ich muss sagen, also es ist auf jeden Fall vom Test her sehr gut, finde ich, mit den 20.656 Punkten. Für ein Handy unter 100 Euro kann man an der Stelle wirklich nicht klagen. So, ich wollte jetzt nochmal schnell auf den Energiesparmodus eingehen, für die Leute, die sich wirklich das Video mal so lange anschauen sollten. Vielleicht macht es ja auch keiner. Und ich erzähle das hier für mich selbst, da das wäre ja dann egal. Könnt ihr ja mal einen Kommentar an der Stelle da lassen, ob ihr das gelesen habt. Hier ist der erste Energiesparmodus. Und pass mal auf, irgendwo hatte ich doch nochmal einen gesehen hier. Wenn ich jetzt hier so durchgucke komplett, habe ich keine Datenverbindung, das ist das. Jetzt finde ich das wohl hier nicht mehr, oder? So, das ist der Energie... Ach, Moment, Energiesparmodus, pass auf. Energie ist intelligentes Energiesparen noch etwa 6 Stunden, aber wenn ich jetzt hier oben drauf gehe, Energiesparmodus, gibt es noch einen weiteren Energiesparmodus. Der hilft, den Akku zu schonen, indem er die Leistung des Geräts reduziert und die Vibrationsfunktion und die meisten Hintergrunddatenaktivitäten einschränkt. Also E-Mail, SMS, das Ganze wird dann nicht mehr aktualisiert. So funktioniert es dann halt. Zack, dann drücke ich hier drauf und da oben wird es dann rot. Und wer erinnert sich dran, so ähnlich hatte das Galaxy J5 seinen Hyperenergiesparmodus auch, wo man ja dann die Displayfarben ein bisschen weggenommen hat. Allerdings hatte ich das mal, wie gesagt, ja gelesen mit den Graustufen. Hier bleibt alles so erhalten. Ich kann das Telefon nach wie vor nutzen. Gucke in die Prozessorleistung rein. Oh, hier. 40 Lux. Jetzt ist der Lichtsensor da, wo er sein soll. Warte mal, halten wir das Ganze mal so rüber. Ganz kurz mal. Wo ist es? Hä? Jetzt ist der Lichtsensor wieder weg. Was soll denn das jetzt hier bedeuten? Jetzt ist wieder 40 Lux. Was ist das denn? 20 Lux. Ah, er springt doch. Jetzt bin ich ja beruhigt. Ich habe schon Angst gehabt. Er geht nicht, aber doch, er funktioniert. Aber irgendwie, die Helligkeitsanpassung ist nicht so richtig. Nee, ist ja auch Energiesparmodus. Vielleicht liegt es daran. Ja, Energiesparmodus ist reduziert. Reduzierung der Leistung. Mal gucken. Schrägstrich. Kriegen wir das hin? Nein. Das macht er nicht mehr schräg. Ja, was ich zeigen wollte im Endeffekt war ja dann noch die Weather Station. Da kommt gar nichts. Also die Sensoren sind zwar alle drinne, also hier Belichtungsstärke ist drinne, das macht er ja schon. Magnetfeld kommt nichts, Temperatur zeigt er auch nicht an. Na gut, ist halt nur fürs Galaxy dann geeignet. Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit, das sowieso nicht. Okay, es war ja einfach nur zum Testen. So, haben wir jetzt eigentlich alles so durchgetestet, was es so geben könnte? Energiesparmodus, ja. Noch ganz schnell zum letzten. Wenn wir hier raufgehen auf den Prozessor, werdet ihr jetzt hier sehen, dass der Prozessor bis auf 1,3 GHz trotzdem hochgeht, trotz Energiesparmodus. Das war beim Galaxy J5 nicht möglich. Da ist der Energiesparmodus so weit gegangen, dass der Prozessor heruntergeregelt wurde und das spielt hier an der Stelle keine Rolle. Ja, dann haben wir alles durch und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Das hier ist wie gesagt das Dodgy DG280, wie gesagt, sieht aus wie das iPhone. Ich war es jetzt nicht leid, aber ich hatte schon das, wie gesagt, das POM sah aus wie das Galaxy S4. Jetzt wollte ich mal so eine Art iPhone-Klon. Das ist zwar kein offizieller iPhone-Klon, sieht aber zumindest so aus. Schönes Ding, muss ich an der Stelle erstmal sagen. Mir gefällt das hier auch. Hinten kann, wie gesagt, nichts kaputt brechen. Top. Und das ganze Handy ist hier ringsherum geschützt von... Hier ist zwar Plastik so ein bisschen, aber hier unten geht es gummihaft weiter. Kann es ruhig runterfallen, da platzen keine Stellen ab. Super Sache. Hier haben wir, wie gesagt, Ein- und Ausschalttaste. Leise, Lauttaste, mehr gibt es hier wie gesagt nicht zu sagen. Mit der Frontkamera stelle ich euch dann nochmal die Videos online, wie gesagt, wie die Kamera die Auflösung so weitergibt. Das war's dann auch erstmal. Wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin, auf Wiederschauen.